Bauhaus in, das ist im Prinzip die Außenwand ist Eisen. Und dann die Unterseite, das ist Eisen mit Verstärkungen, die Dach auch. Und im Prinzip wird das alles isoliert. Dann schmeißen die erst Isolation, das ist lackiert. Dann machen die hier noch Elektrikabel drin, ein paar, das ist für Maschinenraum. Dann machen die Isolation. Und dann machen die Plastik am Boden. Und dann oben auf die Plastik machen die 5 cm Beton. Und das schwebt dann im Prinzip auf die Isolation, damit das im Prinzip frei liegt. Und dann oben auf die Beton haben die im Prinzip die Wände gemacht. Also die Wände, die stehen im Prinzip stehen die auf die Beton. Und die Dach, das ist wieder am Metall, werden Gummiblocken benutzt und da werden Balken gemacht und die Balken hängen an die Gummi. Und da wird die Dach, die wird dagegen gemacht und die hängt dann eigentlich am Dach am Gummi. Aber trotzdem ist das zusammen, weil das ist im Prinzip zu. Ja, hier haben wir Küche, Wohnzimmer. Damals, wenn man so ein Schiff baut, dann ist man nicht unbegrenzt, aber man kann das dann richtig machen und das sind die genießen schon 12 Jahre davon. Unter dem Maschinenraum steht noch ein großer Kasten. Vierapparat, da habe ich Brot drin und Sachen. Das ist eigentlich nur um etwas warm zu machen. Oder de Teller und Sachen. Teller und Sachen. Und das ist große Oven, ich bin een doppelte Sachen rein, zwei Stück. Und das ist der Oven und Mikrowelle. Das kann man schaffen. Ja. Und Spülmaschine ist da. Ja. So, ich habe hier alles. Ik heb langs de kochgereed. Ja, nu zie je plaats. Maar 90 bis 100 stunden per week arbeiten en immer etwas doen en alles. Ja, meine Eltern haben immer gefahren, nicht mit eigenem Schiff, aber haben immer gefahren. Und wir sind damit aufgewachsen, meine Frau auch. Und ja gut, dann wächst man da schon ein bisschen rein. Hier haben wir noch ein Schlafzimmer. Hier haben im Prinzip unsere Tochter geschlafen. Oder wenn die da ist, schlaft die immer noch hier. Oh, Moment. Das ist ein Dingetje. Aber gut, die ist jetzt 27 und die hat einen Freund und die leeft am Land und die arbeitet am Land. Die sind ab und zu noch eens weekend of een paar dagen aan boord. Hier schleeft dan die gasten jetzt, aber normaal slaapt onze zoon hier, wenn er daar is. En hij had hier nog een eigen badezimmer gehad. Deze deur kunnen we toemachen, dan kunnen we dat toemachen met een slot. En daar kan nog een ganz vreemde metvaren, want die had een eigen uitgang door bij die aluminiumtuur. En zo, wenn er nog een kapitein metvaart of een steuerman die we niet zo goed kennen, of er keine familie is, dan maken we die deur toe en dan kan hij daar rein en raus. En dan, ja, hier, dat is de master bedroom. Hier slaven we hier. En hier hebben we nog een kleine slaapzimmer. Dus er staat nog een vierde slaapzimmer. Wenn mijn moeder metkeert, die is alleen nog, en dan slaapt die immer, die wil immer hier slapen.
ist das Steuerhaus zum Fahren, zum Anlegen, zum alles. Dat kunnen we nachher nog hoog varen, damit we container laden kunnen. Deze schief die kan container laden 4 breed en 4 hoog. En die steuerhaus kunnen we nog 8 meter hoog varen, damit we over die container koeken kunnen. Hier am Saar würde dat niet gehen, maar goed, am Rijn en anders in Rotterdam, ja, dan würde dat gehen. Wir haben auch automatische Pilot, das heißt im Prinzip, das ist eine Girotol, das ist wie ein Flugzeug. Und die Girotol, die dreht sich ganz schnell und das ist, wenn die Schiff bewegt, dann schiebt sich die Girotol. Und das zeigt er an die Wendeanzeiger und dann kann man sehen, ob die Schiff geht links oder rechts. Also wenn Nebel ist, kann man überhaupt nichts sehen, aber an die Wendeanzeiger kann man sehen, was die Schiff macht. Mit die automatische Pilot stellt man ein, zum Beispiel, ich will diese Kurve machen. Und dann, wenn die Schiff geht zu schnell, dann sagt die Ruder, ich mache gegen, weil du gehst zu schnell. Wenn ich geht zu langsam, sagt die Ruder, hey, du gehst zu langsam, ich mache mehr Ruder. Das brauche ich nicht zu machen, das macht die Autopilot. Aber ich muss die Kommando geben, das immer. Und das ist noch Notruder dann. Ja, hier habe ich die Bedienung, das ist alles Touchscreen, aber ich kann auch mit Maus machen. Das ist dann Bedienung vom Schiff, von Pumpen, bis Steuerhaus, alles können wir damit bedienen. Das geht alles mit Computer. We hebben nog reserve, hier kan ik dan pompen bedienen. En de ventilatoren. Hier kan ik dan zien de generator mooi, dan voor de schief. En ja, zo gaat man alles. Een beetje rein, dat is ook niet rocket science, dat is niet zo high-tech. Bijna 30 volt van batterijen nog. Nou, hier hebben we dan die karten zum varen. Dan kan men dan zien waar men heen gaat. We liggen jetzt hier. Dat gaat zo zum Saarschleifen dan terug. Dus is een beetje wie im auto. Maar ik kan niet eindragen van dort naar dort. Dat komt vielleicht nog, maar in principe brauchen we dat niet. Dat is dan in principe das ist de koningssysteem van Schief. Dat heißt, hinter is luchtblazen, vorne steht 3,80 meter Wasser unter dem Schief. Dat kunnen we messen. Hinter ist Luftblase, das zeigt jetzt 1,30 Meter, aber das stimmt nicht komplett. Können wir normal hier Geschwindigkeit sehen von Schiff, wie schnell das Schiff geht. Und dann können wir vorne, hinter habe ich GPS. Das heißt, wenn das Schiff geht quer durch die Strömung oder durch den Wind, kann ich das einigermaßen auslesen, damit das Schiff quer weggeht. Weil wir haben zwei Stellen im Prinzip die GPS. Ich kann noch Radar anmachen, aber das dauert ein Momentchen. Jetzt sind wir am Kopf, das heißt die Spitze vom Schiff. Also dort, wo wir immer vorausfahren, also das ist die vordere Seite. Und hier vorne haben wir hier noch einen extra Motor für Strom und wir haben noch einen Bugstrahl für die bessere Steuerung vom Schiff. Also wir können das hinter und wir haben dann Hilfe von vorne. Maar gisteren heb ik ontdekt, die functioneren niet. Als je zeker door ziekenhuis kapot, dat was niet was.
Dat is een beetje afgemaakt, dat is niet een beetje hoek. Maar dat is een week aan de herm, dat is een isolatieschrank. Dat is dus niet zo veel herm. En hier is in principe die shop, naar die fobie, waar die farmer staat, dat is hier. Dat is de, en we hebben een college om het schief, dan laat dat vol wasser om die niet. Dat is dus afgericht op het shop, dat is van die shop, van die rouw. Die is van die fobie. Maar die wind hadden was was het niet. Dat is waar niet. Is die Antriep van die Schief. Dit is een Caterpillar. Die Schief die is 11 jaar oud. Want die motor is ook 11 jaar oud. Die had een leistung van 1850 PS. Dat is ongeveer 1350 kilowatt. En die had een verbruik. Wenn we full drehen, was we niet veel maken, dan had er een verbruik van 310 liter pro stunde. Wenn die sind im stille Wasser, das heißt, das ist keine Strömung, weil wir fahren ja am Flusse. Wenn da viel Regen ist, das heißt dann im Prinzip, dann steigt die Wasserstand, dann müssen wir dagegen fahren. Und dann brauchen wir halt viel mehr Sprit, als wenn wir fahren mit Strom oder im stille Wasser. Also okay. Das ist ganz großer Unterschied. Die Tanks, die sind hier beide in dem Schiff am Seite, also das ist doppelt in die Tanks und dann geht die Gasöl drin. Und wir haben eine Kapazität von 48.000 Liter.
tank, dat is hier die scooter. En dan hier is nog ongeveer 2,5 meter en dan is die zijde van Schief. Also, dat is alles hier erin gebouwd. Hier hebben we dan nog drinkwasser, maar dat hebben we natuurlijk ook niet. Also, hier hebben we een tank en daar hebben we een tank. Und wenn die cool ist ungefähr, dann haben wir 20.000 Liter Wasser.